Ja, ist der Schaden am Bagger. Das ist der Schalter da. Zeige ich mir gleich nochmal genau. Der ist dafür zuständig, dass man das Schild eben senken kann. Also wenn man da drückt und so, Schild heben, senken. Finde ich sowieso ein Schmann, dass man da drücken muss. Weil da war oben drauf immer so Kunststoff, also mit Handschuhe oder so drücken war schon schwierig. Ja, und jetzt haben wir dann einen anderen Schalter organisiert. Der ist genauso groß. Und der bleibt stehen. Aber jetzt ist mal abgeschnitten, jetzt gehen wir mal in die Werkstatt, machen da weiter. Also das ist war der Schalter, wo ich da vorhin gesagt habe. Der da. Und der ist halt bloß ein Tastschalter. Und da er sowieso kaputt ist, warum wieder friendly. So, haben wir das nochmal rum. Wollen wir da mal einen Test machen. Und dann, wollen wir das ausspritzen mit. Ich zeige es euch dann, wenn das funktioniert.
war 13, 17, 19. Die Standardschlüssel. Was ist verbaut? Irgendwas. Was halt gerade in der Werkstatt rumgelegen ist oder was. Hey Leidner, warum macht man so einen Scheißtrick? Warum macht man sowas? Ja, und jetzt? Funktioniert's? Funktioniert's nicht? Zeige ich euch gleich. Aber zuerst, wir haben hier ein Problem. Ich habe festgestellt, dass 99% von der Zuschauer auf unserem Kanal kein Abo hinterlegt haben, nicht drauf gedrückt haben. Nicht schön, war ich. Das Problem dabei ist nämlich, ihr wollt ja ganz gern, sehe ich an die Aufrufzahlen, dass Maschinen vorgestellt werden und so weiter. Die Aufrufe, also die Videos und mir Maschinen vorstellen und so weiter, die haben mal die meisten Klicks. Und ich sage jetzt einmal, wenn jetzt 10.000, 20.000 in der Nische, wo wir jetzt da uns befinden, ne? Wir sind jetzt nicht irgendwo bei große Schlepper und irgendeiner schaut die Videos auch, weil der Traktor 500 PS hat, kauft es aber nicht. Unsere Videos da werden gesucht, direkt in der YouTube-Suche, das kann man alles da in den YouTube Analytics rausfinden. Und so wird er gefunden, also so kommt ihr daher in der Regel. Oder ihr sucht allgemein danach und werdet dann vorgeschlagen. Aber er sucht erstmal, so jetzt einmal diesen Bagger als Beispiel. Jetzt haben wir da 1500, 1580, glaube ich, Abonnenten. Und ich mache die YouTube-Videos schon, weil es mir Spaß macht. Sonst würde ich es nicht machen. Aber auf der anderen Seite, das Mikrofon, wo der neben dran hängt, ist schon wieder am kaputt gehen, etc. bb. Das ist das Erste. Und zweitens, YouTube zahlt Geld für Videos. YouTube verdient Geld für Videos. Warum sollte ich jetzt dann umsonst Videos erstellen, was heißt umsonst, nur dazu bezahlen, damit ich Videos erstelle? Und YouTube macht den großen Reibach. Macht nicht viel Sinn, ne? Sich das selber ein. Das heißt, ich will auch meinen Anteil. Und jetzt haben wir dann dort zum Beispiel die Firma Janssen oder die Firma Echo oder die Firma Stiel oder egal, völlig wurscht. Ich will jetzt da gar keinen speziell ansprechen. Die wollen ja das Ding verkaufen. Das ist eine Gewerbe, da leben die davor. Komme ich mit 1500 Abonnenten, sagen die, interessiert uns nicht. Sind aber im Endeffekt, sag ich jetzt einmal als Zahl, 10.000 Leute, die sagen, interessiert mich. Müsst ihr mich verstehen, warum soll ich für Janssen, für Echo, für irgendwen kostenlos Videos erstellen, dass die ihre Ware verkaufen können? Oder auch nicht? Nicht wirklich sinnvoll, die ganze Aktion, ne? Merkt selber, ne? Ihr geht ja auch nicht auf euer Arbeit und am Monatsende sagt der Chef, passt schon, lass dein Geld stecken. Wir wollen ja wegen da. Habe ich jetzt dann 50.000 Abonnenten? Beispiel, ja, nur immer, jetzt hängt euch nicht an die Zahlen auf. Dann bin ich für die Hersteller plötzlich interessant. Ist dann der Hersteller eigentlich auch wurscht, ob also auf das Video 1.000 Aufrufe waren oder 5.000 oder 100.000? Das ist dann nicht mehr so interessant. Die Hersteller haben das noch nicht begriffen, dass Abonnentenzahlen eigentlich völlig wurscht sind. Ich will jetzt da nicht um Abonnenten betteln, ne? Weil mir sind die Abonnentenzahlen eigentlich auch völlig egal,
Das ist so eine Zahl, die man sieht und sagt, ja, toll. Aber eigentlich für YouTube, für den Algorithmus, spielen die keine Rolle. YouTube-Algorithmus ist Klickzahlen und Watchtime. Habe ich schon mal erklärt. Also umso länger ihr das Video schaut, sagt ihr dem YouTube-Algorithmus, das interessiert mich. Dann sagt der YouTube-Algorithmus sich, Mensch, das gefällt dem, vielleicht gefällt's dem auch. Weil YouTube will nichts mehr als Werbung verkaufen. Und das machen die, indem sie die Zuschauer möglichst lang an sich binden. Das ist der ganze Trick an dem Spiel. Das ist nicht das große Verschwörung und sonst was. Das ist ein ganz einfaches Ding. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wenn ihr mir, oder nicht jetzt bloß mir, sondern allgemein, die ganzen kleinen Kanalbetreiber, die euch diese Videos liefern, wo ihr euch informieren könnt. Weil ich so jetzt einmal, der Sitzer, bleiben wir bei ihr auf dem Jansen Bagger hock, bleiben wir mal dabei. Dass jetzt der Jansen seinen Bagger in seinem Video nicht schlecht redet, ja, ganz schön klar, ne? Sondern ich habe nichts vor Jansen. Ne? Ob ich, wenn ich jetzt doch das Ding ist, eine Mistmaschine, den könnt ihr an die Wand schmeißen, dann ist es meine Meinung und die darf ich äußern. Und wenn es Jansen nicht passt, ja, pff, Pech gehabt. Das soll ein seiner Maschinenbauer, die mir entspricht, wo ich dann sagen kann, jawohl, die gefällt mir. Ich habe keinerlei wirtschaftliche Beziehung, weil das auch zum Beispiel Jansen nicht möchte oder der und der und der nicht möchte. Und jetzt haben wir halt den Zwiespalt, gebt ihr mir jetzt einen Haufen Abonnenten, dann kommen wir die Kloffen und dann kommen wir letztendlich irgendwo immer irgendwelche Vorteile für euch raus, weil dann kann man sagen, jawohl, ey, wenn ihr das bestellt, dann kriegt ihr da 10% oder was auch immer, die ihr sonst nicht kriegt. Ist ein wenig komplex, aber ist einfach so. Ich meine, das ist, muss ich an die Hersteller, die das Video auch durchaus schauen, ihr statt immer alle, das macht sogar Amazon, stand auf Abonnentenzahlen. Abonnentenzahlen sind völlig wurscht. Abonnentenzahl zählt bei YouTube genau eine und das ist 1000. Ab da fängt die Monetarisierung an. Alles andere. Wurscht, bei 100.000 gibt es dann den komischen 100.000-Button da, aber letztendlich nicht wirklich interessant. Das ist nice to have, nice to know, das ist ein wenig so fürs Ego vom Kanalbetreiber, aber sonst für gar nichts. Wichtig ist doch jetzt auch für einen Hersteller, sag ich jetzt einmal, dass seine Videos oder sein Produkt präsentiert wird. Und wenn jetzt einer 50.000 Abonnenten hat, aber sein Video schaue bloß irgendwelche Leute an, die sich, die halt den Kanal anschauen, aber eigentlich dann das wascht das, was der zeigt, dann hat das die Werbung keinen Sinn. Sinn macht doch, wenn einer eingibt, Mikrobagger und kommt dann auf, Beispiel jetzt mein Video und sagt, oh ja Gott, das passt, schau, was der damit macht, und das geht, er kann das, der Bagger, kaufe ich. Das war der Sinn. Nicht Kanal XY hat 1 Million Abonnenten und stellt den Bagger vor und seine Zuschauerschaft ist lauter Dortmund drittes Stock, weil die alle Landwirtschaftssimulator spielen. Euer, nicht euer Zielgruppen. Merkt ihr was? Und deswegen. Ich schloch im Moment da unten in der Videobeschreibung ausschließlich Dinge vor von Amazon, weil Amazon sagt, hey, wenn du für mich Werbung machst, sprich, ich zeige Sikaflex und sag, da unten ist es verlinkt. Und wenn ihr sagt, hey, das gefällt mir, möchte ich mir kaufen, dann wäre es nur fair und in Ordnung, wenn ihr da unten auf den Link klickt. Und das bei Amazon zum Beispiel gekauft und dann habe ich da 2% davon. Oder 3. Also wenn die, keine Ahnung, was das kostet, 10 € kostet, ne? Reich wäre ich nicht damit, aber es ist ja kleine Aufmerksamkeit. Weil das Mikrofon da, das schenkt mir Amazon nicht. Und seid mir nicht böse, wenn ich irgendwelche Dinge
wo der Hersteller, der Händler sagt, nö, mit dir will ich nicht, auch nicht vorschlage oder erwähne. Warum sollte ich? Ich bin ja nicht die Wohlfahrt. Wenn die das nicht für nötig haben, dann müssen sie halt über irgendwelche teuren Agenturen irgendwelche teure Werbung kaufen, wo dann die Werbung im Gießkannenprinzip über irgendwelche Kanäle verstreut wird mit große Abozahlen. Bitteschön, sollen sie tun. Das ist mir aber dann wurscht. Und Amazon, liebe Hersteller, Amazon hat doch kein Problem mit. Und Amazon sagt, ist doch logisch, der wirbt ja für mich. Wenn ihr als Hersteller aber meint, machen wir nicht, dann braucht ihr euch auch nicht beschweren, wenn ihr effektiv nicht erwähnt wird oder in die Videos vielleicht sogar auch bloß zerrissen. Weil meine Zuschauer, und um denen geht es mir, die wollen ja auch wissen, was nicht so gut ist. Und jetzt sage ich euch, dass mir das Ding da mit dem Sikkaflex da, dass wir das da zugeschmiert haben, weil ich jetzt eigentlich mal den Arm da runterholen muss und das zeigen. Und dann lassen wir den Bagger mal an. Video muss ich aber mein Stativ holen. Ich habe das Stativ im anderen Haus vergessen. Zeige ich euch dann, wenn wir das mal wegbaggern, weil wir sind jetzt da im Endspurt an der Mauer. Jetzt geht es dann bloß nur so da rum. Und dann werden die Flecken so langsam. Schaut jetzt nur schlimmer aus, wie es ist. Ich finde es jetzt recht praktisch. Ich brauche den immer drücken und Ding, das ist einfacher so. Jetzt zu dem Sikkaflex nochmal. Mal ja vor dem Haufen da runter. Nehmt kein Silikon, nehmt das. Das verwendet man also bei Wohnmobile und so weiter, weil das UV- und alterungsbeständig ist. Das hält euch halt dicht. Silikon, je nachdem, was er erwischt, eine gewisse Zeit in der Sonne und dann steht er zwangsweise in der Sonne und dann ist die Schau vorbei, dann ist wieder bröselig, kann das rausmachen, ist bei dem nicht. Dann bedanke ich mich für das Zuschauen. Ich hoffe, jetzt hat es mit dem Mikrofon funktioniert und so, weil das jetzt die zweite Aufnahme. Und denkt dran, Abo. Und bis zum nächsten Video.